Norwegen, das Land, das Kaiser Wilhelm II. Nicht mehr losließ. Für Kaiser Wilhelm II. War Norwegen die Wiege der Germanen. Von 1889 an brach der letzte deutsche Kaiser jeden Sommer auf seiner Yacht Hohenzollern Richtung Norden auf. Deutsche, die es sich leisten konnten, reisten ihrem Monarchen nach. Norwegen stand bis 1905 unter schwedischer Herrschaft. Des Kaisers Nordlandfahrten brachten den Tourismus in Norwegen ordentlich in Schwung. Selbst als 1914 der Erste Weltkrieg schon unmittelbar bevorstand, ließ sich Wilhelm II. Seine Reise in den Norden nicht nehmen. Der norwegische Maler und guter Freund des Kaisers, Hans Dahl, war dabei, als die Nachricht in dem Dorf Balestrand am Sognefjord eintraf. Auf der Unterseite eines Stuhls, auf dem Wilhelm II. Angeblich zu dem Zeitpunkt gesessen hatte, schrieb Dahl: Am Nachmittag des 25. Juli zwischen 5 und 35 Uhr verabschiedete sich Kaiser Wilhelm. Um 6 Uhr fuhr er mit der Hohenzollern weg, als er hörte, dass der Krieg zwischen Österreich und Serbien ausgebrochen sei. Es sollte Wilhelms letzter Besuch als Kaiser gewesen sein. Eben jenen Stuhl präsentiert man im Kings Hotel in Balestrand jedem Gast, der danach fragt. Er habe ihn eigenhändig aus Dahls Atelier hergetragen, behauptet der Hotelbesitzer. Obwohl das Hotel als Norwegens größtes Holzhaus an sich schon eine Sehenswürdigkeit in dem kleinen Örtchen ist, schmücken viele kaiserliche Souvenirs von den Hohenzollern die Flure. Eine Menükarte verrät, was der Kaiser gegessen hat. Ein Programm zeigt, welche Musikstücke zum Essen gespielt wurden. Im Hotel selbst ist Wilhelm II. Aber nie abgestiegen. Er machte in Balestrand lediglich Halt, um seinen Freund Hans Dahl zu besuchen, was niemanden natürlich daran hindert, fleißig mit ihm zu werben. Den Kaiser soll es ja immer in den hohen Norden gezogen haben, wenn es in seinem Reich Schwierigkeiten gab. Die Abkürzung seines lateinischen Titels Imperator Rex IR deuteten seine Untertanen deshalb spöttisch zu immer reisebereit um. Auch wird ihm ein Hang zur Romantik nachgesagt, eine Neigung, die der wanderfreudige Monarch vor der reizvollen Fjordlandschaft voll ausleben konnte. Den Norden soll Wilhelm II. Nicht zuletzt als die Wiege der Germanen verklärt haben. Ein Reisebericht von Alexander Singh.